Hey ho, meine Lieben, heute machen wir was Einfaches. Und zwar, wir frittieren uns einfach Hähnchen-Nuggets. Ja, aber nicht irgendwelche Hähnchen-Nuggets, sondern welche vom My Steak Shop. Ja, Geschichte dazu. Ich habe schon immer gerne Hähnchen-Nuggets gegessen. Ja, auch früher schon bei dem M. Ja. Und ja, irgendwann habe ich die beim Steak Shop gesehen und habe mir die bestellt. Und Leute, ich sag's euch, gegen die Hähnchen-Nuggets schmeißt sie alle anderen weg. Gut, vielleicht sind noch selber gemachte besser, aber das Zeug ist genial. Und das will ich euch eben zeigen und genau deswegen mache ich dieses Video. Nur deshalb. Ja. Ich werde jetzt die Pyron-Feuertonne anfeuern und danach füllen wir den Wok ein bisschen mit Öl und da tun wir die Dinger dann drin frittieren. Ihr seid immer noch dabei. Jetzt aber aus, bis die Tonne brennt. Ja, Freunde, dann fange ich ganz einfach jetzt einmal mit zwei, dreien an, weil ich warte immer noch auf meinen Schatz. Die ist hier irgendwo im Dorf verschollen. Ich brauche noch kurz, aber das heißt. So, mehr Öl brauchen wir da ja eigentlich schon gar nicht mehr. Das lassen wir jetzt schnell heiß werden und dann können wir gleich mal unsere ersten hineintun. Tun wir mal antesten. Jetzt ist mir es reingefallen, aber es sieht doch gut aus. Also ruckzuck war das Öl heiß. Nebenbei kann ich euch ja noch ein bisschen was erzählen. Warum mache ich das jetzt auf dem Pyron? Na, ganz einfach. Ich habe Lust drauf gehabt. Ihr kennt die Antwort schon? Naja, egal. Oh, sie werden schon braun. Das ja mal. So als kleiner Snack ist es doch optimal. Ich hoffe bloß, dass das Fett jetzt nicht zu heiß wird, nicht, dass wir hier eine große Stichflamme erleben. Ja, die sehen doch schon richtig gut aus. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt gleich mal raus. Und die auf der Küchenkrepp, dass wir ein bisschen abtropfen können. Ja, und dann tun wir die Dinger doch gleich verkosten. Sehen die nicht gut aus? Ja Leute, gut, dass ich bloß jetzt im Moment die vier Stück gemacht habe. Schatz ist immer noch nicht da, aber wir können schon mal verkosten. Ohne Soße, ohne alles, schon sehr lecker.
einfach nur fantastisch. Ich warte jetzt, bis mein Schatz kommt. Dann darfst du noch ein paar Pommes dazu machen. Und ja, ich mache dann die restlichen. Und die düsen ganz schön schnell doch drauf, gell? Ja, und dann werden wir die leckeren Nuggets mit Ketchup, Mayo, Soßen, was weiß ich, was wir alles haben. Ja, und Pommes speisen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Wok Chicken Nugget Video gefallen. Wie gesagt, die Nuggets sind vom My Steak Shop. Einfach nur genial, klasse. Ich glaube, der Kilobeutel kostet 9,99 Euro oder irgendwie sowas. Ist ja kein Geheimnis. Ich verlinke es euch unten runter. Und probiert die Dinger aus. Ihr werdet auch begeistert sein. So Leute, ich kann jetzt nochmal einen Vergleichstest machen, weil ich war nochmal in der Gefriere. Und da waren auch noch einfache Nuggets drin. Also die günstigen aus dem Supermarkt. Günstig? Gut. Aussehen tun sie identisch, muss man sagen, aber heiß. Die sind einfach vom Fleisch her schon besser. Da mein Schatz, probier. Was sagt die Optik? Lass mal gerade. Vergleich mal nochmal. Günstig, sehr gut, spitzenmäßig. Ja, darfst du aufessen. Man sieht einen kleinen Unterschied, aber auch nicht viel, aber geschmacklich ist der Unterschied gigantisch. Wie gesagt, Leute, probiert es selber aus. Link ist unten drunter. Die Dinger sind einfach spitzenmäßig. Oder was sagst du dazu? Sag's mal laut und deutlich hinter die Cam. Also geschmacklich ist ein riesengroßer Unterschied. Vom Geschmack her, von der Fleischkonsistenz, Vom Steak Shop. Die vom Steak Shop? Ja, klar. Vom, nee, wie heißen die? La Schorri, Latschorri, irgendwie sowas. Sind die viel besser. Auch vom Fleisch her. Und die günstigen, naja, die kann man machen, wenn man 20 Kinder verpflegen muss. Okay, Leute, dann habt ihr jetzt doch noch ein Fazit von meinem Schatz auch noch gehört. Ausprobieren, selber ausprobieren. Vielleicht auch den Unterschied ausprobieren. Ihr werdet wahrscheinlich genauso begeistert sein wie wir. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Ciao. Ich muss nämlich den Rest machen.